Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch und auch für mich. Denn mein Make-up wird heute mal wieder fremdbestimmt. Ich habe vor, daraus eine Reihe zu machen. Und den Start macht meine Praktikantin Lisa. Vielen Dank nochmal an dich an dieser Stelle, dass du das mit mir machen möchtest. Es ist ja nicht so selbstverständlich für Menschen aus meinem Umfeld, dass sie sich eben auch vor der Kamera zeigen und so. Und ich werde niemanden dazu zwingen. Aber schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, wen ihr gerne noch in dieser Reihe sehen wollen würdet aus meinem Umfeld. Und heute ist auch ein ganz besonderer Tag, denn dieses Video kommt an Lisas Geburtstag online. Also unbedingt alle mal in die Kommentare schreiben. Happy Birthday, Lisa. Sie wird heute 20 Jahre alt und es ist der Start in ein neues Jahrzehnt, was ganz Besonderes. Ich möchte also die volle Liebe, Community Power in den Kommentaren sehen. Und Lisa liest die Kommentare auch mit, deswegen sie sieht sie sogar selbst auch. Und wir starten einfach mal mit dem ersten Produkt, würde ich sagen. Vorher wünsche ich euch natürlich ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video und lasst euch nicht täuschen. Ich weiß ja schon, was auf mich zukommt. Es wirkt vielleicht ein bisschen unspektakulär, auch ein bisschen anders, als ich sonst mein Make-up aussuchen würde auf jeden Fall. Aber das Ganze hier hat sehr interessante Plot-Twists, also ne? Bis zum Ende dranbleiben. Und natürlich hoffe ich wie immer auch als erstes, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Und es geht los, wir starten mit Primer. Ich werde heute dein Make-up bestimmen und ich möchte, dass du als Primer einfach einen Primer benutzt, den du gerne magst. Gerne auch einen für trockene Haut. Meine reguläre Gesichtspflege habe ich jetzt schon drauf und ich nutze auf jeden Fall von Catrice diesen Primer hier. Sie wollte einen, der feuchtigkeitsspendend ist. Das ist der Aqua Fresh Hydro Primer Fresh It Up. Der ist mit Bambuswasser und ich finde auf jeden Fall, dass der auch sehr feuchtigkeitsversorgend ist. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr im Sortiment. Aber vorher nutze ich noch dieses Produkt hier. Das ist der Professional in der Hydrate Variante und den gebe ich erstmal um meine Nase herum so ein bisschen auf, um meine Poren zu füllen und dann später gebe ich den anderen Primer über mein ganzes Gesicht noch auf. Das gefällt mir jetzt schon mal sehr gut, wäre aber tatsächlich auch so eine Kombination, die ich im Alltag sehr, sehr gerne benutze. Und den lila Hintergrund, den habe ich extra für dich heute drauf gesponnen hier. Drauf gesponnen, drauf gespannt, drauf gesponnen, kommt von Spinnen. Drauf gespannt, denn ich glaube, Fliederlila ist Lisas Lieblingsfarbe. Dann geht's als nächstes weiter mit Foundation, damit wir unsere Base einfach schon mal fertig machen. Als Foundation möchte ich, dass du die Essence Fresh and Fit Foundation benutzt und da eher dezent, eher weniger deckhaft. Fresh and Fit Foundation von Essence in der 05 Fresh Porcelain ist eine Foundation, die ich sehr gerne mag tatsächlich. Aber ihr wisst es ja, ich trage oft einfach nur Concealer und heute machen wir ein bisschen mehr. Aber nicht mehr im Sinne von mehr Produkt. Sie meinte, sie wünscht sich, dass ich das Ganze schön zart auftrage. Das heißt, ich baue das einfach nur in einer schönen Schicht auf. Und dafür einfach erstmal so ein bisschen so einen Pinsel. Und vor allem später arbeite ich das Ganze dann nochmal mit einem Schwämmchen ein, damit nochmal überschüssiges Produkt weggenommen wird und sie diese zarte Deckkraft bekommt, die sie sich gewünscht hat. Ich mag dieses natürliche Finish von der Foundation sehr gerne und ihr seht auch, dass noch so richtig schön der Glow auf jeden Fall auch durchkommt von der Primer-Kombination, die ich unten drunter trage. Und vor allem verträgt sie sich da auch mit sehr gut. Also sie rollt sich nicht ab, sie wird nicht krümelig, sie wird nicht irgendwie komisch staubig. Als ich ihre Concealer bei gehört habe, habe ich mich auch hier sehr gefreut. Als Concealer möchte ich, dass du den Essence, den Sensitive Concealer nimmst und da eher sparsam mit dem Concealer bist. Und ich habe den ja in der Farbe 05 und sie möchte, dass ich den jetzt sehr sparsam aufgebe. Deswegen gebe ich den wirklich nur in den Innenwinkel vom Auge, einfach um diese Dunkelheit da ein bisschen wegzubekommen. Und ich habe halt hier immer so Adern außen an meinem Auge, die man sehr stark durchsieht hier. Und das sieht dann immer, gerade wenn ich dunkle Lidschatten benutze, immer aus, als wenn ich da so Flecken habe oder es nicht gut verblendet ist. Deswegen decke ich das da auch immer noch so ein bisschen mit ab und werde das gleich nach oben ausblenden für so einen Lifting-Effekt. Dann noch so ein bisschen hier, ein bisschen auf meine Nase und ein bisschen hier. Das ist sparsam, würde ich sagen. Auch dieses Ergebnis gefällt mir sehr gut und vor allem auch die Puderwahl, die sie dann anschließend getroffen hat. Als Puder kannst du irgendein loses, transparentes Puder benutzen, was du möchtest. Und da möchte ich, dass du nur unter den Augen
um die Nase und in der T-Zone settest und ansonsten nicht. Ich liebe es, loses Puder zu benutzen, gerade auch unter meinen Augen, da wo ich das jetzt ja machen soll. Und ansonsten nur in der T-Zone, hat sie gesagt. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, denn an sich pudere ich mein Gesicht quasi nicht wirklich ab. Also ich brauche das halt durch meine sehr trockene Haut eigentlich auch nicht unbedingt. Nur so ein Hauch von so Überreste an einem Pinsel, quasi so ein Hauchpuder, gerade in so meinem Wangenbereich, finde ich, macht einfach, dass dann so nachfolgende Puderprodukte ein bisschen schöner aussehen. Aber dazu später. Ich nutze jetzt erstmal das HD Powder hier, HD Baking and Setting Powder von Catrice. Und ich habe da die Farbe 1002 Warm Ivory. Den gehe ich mit so einem kleinen Schwämmchen rein und setze das jetzt einfach mal hier an meinen Augen entlang und überall dahin, wo sie das haben wollt. Das sieht auch gut aus. Ich bin jetzt gespannt, wie sich die Produkte gleich so auf dem Rest von meinem Gesicht verhalten, weil ich jetzt halt hier noch merke, dass auf jeden Fall da so Feuchtigkeit ist, die ich führen kann von dem Primer und einfach auch, ich meine, das hier sind auch super gute Produkte für trockene Haut. Deswegen mal sehen, wie es mit Bronzer weitergeht. Bei Bronzer kannst du irgendeinen nehmen. Hauptsache, er schimmert nicht und er ist eher dezent und hat keine hohe Deckkraft. Sie wollte den zartesten Bronzer, den ich habe. Und das ist definitiv dieser hier von Revolution, der Bronzer Reloaded Holiday Romance. Der sieht so aus. Ist eine wunderschöne Farbe, sehr schön zart, auch für helle Häutchen gut geeignet. Es gibt den aber auch in dunkleren Nuancen. Der ist zwar nicht so richtig, richtig matt, aber tatsächlich sieht man den Schein nicht so, so übertrieben doll. Und ich habe einfach keinen, der zarter ist als dieser. Die anderen sind eigentlich alle sich relativ ähnlich. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal den hier. Ich hoffe, du verzeihst mir. Also ihr seht den Schein auf jeden Fall, aber ich glaube, ihr seht auch die Farbe gut. Und man muss auch dazu sagen, dass der jetzt halt auch viel mehr scheint, dadurch, dass ich wirklich von überall die Lichter hier habe. Also ich habe halt drei Lichter vor mir, noch das eine hinter mir. Es ist gefühlt alles um mich herum beleuchtet. Im richtigen Tageslicht ist es jetzt auch gar nicht so stark, wie es halt hier scheint. Ich glaube, an meiner Stirn könnt ihr jetzt gut sehen, wie natürlich das einfach wirkt. Also es ist halt nicht so staubig oder so, sondern hat halt durch diesen leichten Schein wirklich ein schönes, natürliches Lichtspiel auch. Und da sieht man es jetzt auch nicht mehr so sehr wie auf meinen Wangen zum Beispiel. Für die Kategorie Blush hat sie auf jeden Fall eine Wahl getroffen für ein Produkt, was ich auch schon länger nicht mehr benutzt habe. Als Blush hätte ich gern einen pinken, der nicht schimmert, aber der auch eher weniger Deckkraft hat. Dieses LE Blush hier, Essence Me and My Umbrella, habe ich mir mal gekauft, weil eine Freundin von mir sich so darin verliebt hat. Ich habe sie gesehen und ich war so, du siehst heute einfach fantastisch aus. Was ist das für ein Blush, den du trägst? Und dann meinte sie damals, ja, das ist der hier. Und ich bin damals im Laden daran vorbeigegangen und ja, habe ihn mir dann wegen ihr dann doch gekauft. Und der ist, ja, der ist, ich habe halt fast keinen so richtig matten Blushes. Ihr seht, der ist sehr dezent. Auf jeden Fall das dezenteste Rosa, was ich habe. Und deswegen werden wir den heute auch benutzen. Hat, glaube ich, auch so ein leicht satiniertes Finish, aber ich glaube, das geht schon. Und ich soll ja auch zart bleiben. Deswegen toppen wir einfach nur den Bronzer mal so ein bisschen. Sache ist, ihr seht Blush sowieso in der Kamera immer viel weniger, als ich halt im echten Leben sozusagen, weil die Kamera das halt einfach schluckt, diese Farbe. Vorsicht, ja. Ich liebe dich. Ich gehe kurz nochmal mit dem Schwämmchen so ein bisschen drüber. Kommen wir jetzt zum Highlighter. Als Highlighter hätte ich gerne einen warmen Highlighter, aber auch der eher dezent auftragen und nicht zu viel Deckkraft. Da habe ich mir jetzt heute von Essence die Choose Your Glow Highlighter Palette rausgesucht. Die ist jetzt nicht unbedingt das, was ich nehmen würde, wenn ich an dezent denke. Aber mir ist sofort dieser Highlighter hier eingefallen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall mit einer der wärmsten, die ich habe. Denn ich besitze tatsächlich gar nicht so viele warme Highlighter. Die meisten Highlighter, die ich habe, sind eher kühl. Auf jeden Fall. Und deswegen musste ich einfach an den denken und möchte den heute benutzen. Das ist die Farbe Major Glow. Frage ist jetzt, was ist die Definition von weniger Highlighter?
Ja. Ich weiß nicht, was wenig Highlight ist. Sieht schon sehr natural alles aus, ne? Ich gehe noch mal ein bisschen drüber. Nicht, dass sie sagt, das war zu viel. Aber ich finde, ich sehe einfach gerade so natürlich strahlend aus. Also Blush, Bronzer, Highlighter und so, das passt schon alles sehr schön zusammen. Jetzt gönne ich mir mal eine Runde Setting Spray. Ich habe hier dieses Hydrating Mist von Glossybox. Ich habe sie gar nicht gefragt, ob sie einen extra Wunsch hat. Deswegen nehme ich einfach jetzt mal kurz das. Ich liebe das übrigens. Habe ich von Claudi geschenkt bekommen. Muss ich unbedingt auch nachkaufen, wenn das leer ist. Irgendwie ist es gar nicht so anders, wie ich es sonst machen würde, wisst ihr? Aber trotzdem finde ich, sehe ich irgendwie anders aus. Ich mag's. Ich mag's sehr. Gefällt mir gut. Augenbrauen als nächstes. Da freue ich mich auch. Augenbrauen kannst du dein gefühlt momentanes Lieblingsprodukt benutzen. Also von Nabla, dem Brow Pot in Mars. Und du kannst das Ganze dann auch setten, wenn du möchtest, musst du aber nicht. Ich glaube, mittlerweile haben alle Menschen mitbekommen, dass ich die Nabla Augenbrauenpomade in Mars liebe. Es liegt aber einfach auch daran, dass die perfekte Farbe einfach für mich hat. Ich möchte gerne den Augenbrauenstift in Mars auch nochmal ausprobieren, aber ich mag Pomade auch einfach gerne. Also ich komme gut damit zurecht und meine Augenbrauen sind frisch gefärbt, deswegen fülle ich das Ganze einfach nochmal hier auf vorne, so ein bisschen. Und dann hinten noch so, wo ich so ein paar kleinere Lücken habe. Jetzt kämme ich das einfach nur durch kurz. Das ist so jetzt eigentlich meine Alltags-Augenbrauen-Routine. Dann gehe ich so kurz so mit dem Schwämmchen drüber vorne, damit die Haare zwar ausgefüllt sind, aber so nicht so eckig. Und sie hat mir freigestellt, ob ich Augenbrauengel benutzen möchte oder nicht. Und möchte ich. Und ich nutze von Gatsby das Glued for Brows. Das mag ich echt gerne und benutze ich eigentlich auch immer im Alltag oder sehr oft. Und dann kämme ich die einfach so ein bisschen nach oben. So für diesen Feathered Brow Look, so ein bisschen. So sieht das Ganze dann jetzt aus und ich finde einfach, dass meine Augenbrauen so super schön aufgefüllt, super schön natürlich aussehen und ein toller Rahmen einfach für mein Gesicht sind. So, also die Kombination nutze ich eigentlich auch fast jeden Tag, falls ich mich schminke. Und mittlerweile brauche ich so für beide Augenbrauen unter eine Minute auf jeden Fall. Also ich wäre mit einem Stift oder so nicht schneller. Und jetzt geht's an den Lidschatten und da hat sie auch ganz genaue Vorstellungen. Bei Lidschatten möchte ich, dass du dezente Töne verwendest, also viel Braun, und du kannst auf das bewegliche Lid dann noch einen Schimmerton tun. Wir nutzen heute meine liebste neutrale Lidschattenpalette. Das ist die Side-by-Side-Palette von Nabla. Einfach ganz, ganz große Liebe ist diese Lidschattenpalette. Sie sieht auch von innen sehr geliebt aus. Sehr geliebt. Und ja, ich muss mir jetzt mal kurz überlegen, was ich jetzt damit schminken werde. Denn ich weiß ja, was da noch kommt. Und das soll am Ende irgendwie alles ein bisschen zusammenpassen. Also sie möchte hauptsächlich matt und einen Schimmerton auf dem Lid. Ich weiß jetzt ja, dass es nicht zu dunkel werden sollte. Ich nutze einfach mal die Farbe Beauty Mark. Das ist das Hellbraun hier. Und das setze ich schon mal hier außen hin und in meine Lidfalte auf jeden Fall. Und ich blende das gleich auch nochmal aus. Ich freue mich auch so doll darauf, wenn Lisa dann demnächst bald mal herkommt, weil wir haben uns sogar schon in echt gesehen, weil ich einmal sogar bei ihr in der Nähe war und ihr was vorbeigebracht habe. Aber ansonsten arbeiten wir natürlich nur komplett online zusammen und ich plane so eine Reihenfolge an Content-Tagen, sage ich jetzt mal, und dann kommt sie her und wir werden ganz, ganz viel zusammen arbeiten. Ich bin sehr, sehr produktiv mit ihr zusammen und es klappt einfach alles sehr gut. Wisst ihr, wenn ihr mit Leuten zusammenarbeitet, wo es einfach so vom ersten Moment so Klick gemacht hat? Wir haben so eine ganz eigene Dynamik, die extrem gut funktioniert und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, sie an meiner Seite zu haben. Ich nutze jetzt denselben Ton nochmal mit so einem flachen Pinsel und baue den einfach hier mal so ein bisschen auf jetzt noch, weil ich die Kanten ja verblendet habe und ich möchte einfach den Ton ganz auf mein Lid bringen, weil den Lidschatten wollte sie ja auch so ein bisschen simpler. Und jetzt nutze ich die Farbe Love Ritual, das ist dieser Ton hier, es ist halt so ein kühlerer Ton, so grau,
Silber. Und den setze ich jetzt einfach mal drüber. Und dann gehe ich nochmal über die Kanten. Ganz sanft. Jetzt gehe ich nochmal in den Highlighter-Ton und trage das nochmal unter meine Augenbraue auf. Und in den Innenwinkel setze ich den Highlighter auch nochmal. Jetzt wird es auf jeden Fall sehr interessant, denn wir schauen uns mal an, was sie sich für Eyeliner ausgesucht hat. Als Eyeliner hätte ich gerne einen lilanen Eyeliner, aber keinen normalen, sondern gerne irgendwas Kreatives, Künstlerisches und auch gerne über dem beweglichen Lid. Lila also. Ich habe einen lila Eyeliner und das ist dieser hier. Ich mag den sehr gerne, der Fabulous Eyeliner von Gatsby ist der in der Farbe Amalfi. Und sie wünscht sich einen artistischen Liner-Look. Das ist ja eigentlich so total mein Ding. Ich überlege jetzt nur, was ich machen kann, um sie halt noch ein bisschen zu überraschen. Also sie hat gesagt, keinen normalen Eyeliner alleine und oberhalb möchte sie was, aber auch was Artistisches. So. Ich rede mir jetzt ein, dass es ungefähr gleich aussieht. Schlüpfen da unterschiedlich sind, deswegen sehen meine Augen eh unterschiedlich aus. Und jetzt kommt der Clou. Das ist der Moment, wo alles den Bach runtergehen kann. Okay. Ach, ich kann wieder atmen. Das war ganz schön anstrengend. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob ich das auf der anderen Seite schaffe. Und jetzt habe ich schon richtig angefangen zu schwitzen. Versuche ich das jetzt noch auf der anderen Seite oder lasse ich es einfach so und tue so, als wenn das so gewollt ist, dass es nur auf einer ist? Richtig, ich tue so, als wenn es gewollt ist, dass es jetzt nur auf einer ist. Ich lasse es so, okay? Okay? Ein Herz für Lisa. Ich ziehe mir jetzt nochmal was von dem violetten Eyeliner am Wimpernkranz entlang. Wenn das kein kreativer Eyeliner ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Okay, schauen wir uns an, was sie so zum Thema Kajal zu sagen hat. Mit Kajal kannst du dann irgendeinen schwarzen benutzen. Sie hat sich schwarzen Kajal gewünscht und ich habe hier einen von Relove. Den mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Und ich werde jetzt mal oben so ein bisschen Tightlining machen. Und ich glaube, ich trage einfach heute mal so ein bisschen Kajal einfach auch mal hier unten auf. So bis zur Hälfte. Und dann verblende ich das gleich nochmal mit so ein bisschen Lidschatten. Ich nutze einfach genau die gleiche Farbe eben von oben auf dem Lid, um das hier unten einfach ein bisschen mit auszusmoken. Der Moment, wo mir gerade wieder einfällt, dass Lisa gesagt hat, sie will alles ein bisschen natürlicher. Ich hatte die besten Absichten. Wirklich. Ich wollte mich so an ihre Anweisung halten. Habe ich die jetzt verfehlt? Ich weiß nicht. Also, dann werde ich jetzt noch schnell Mascara auftragen. Da hat sie einfach gesagt, ich soll irgendeine nehmen. Einfach nur Mascara in Schwarz. Deswegen habe ich jetzt einfach irgendeine hier. Und ich werde gleich noch Wimpern aufkleben. Da wollte sie natürliche nämlich haben. Und da habe ich jetzt die 119er von Leni Lash. Ich muss sagen, ich bin sehr verliebt in diesen Look. Sehr verliebt, aber ich bin mir so unschlüssig. Ich bin mir nicht sicher, ob das ist, was Lisa gewollt hat. Aber auf der anderen Seite, es ist Mascara, es ist Lashes, es ist ein lila extravaganter Liner und da unten drunter ist eigentlich nur braun und ein bisschen Schimmer. Also eigentlich habe ich alles gemacht, was sie wollte. Aber jetzt schauen wir nochmal, was sie für die Lippen wollte. Und zum Schluss, die Lippen möchte ich, dass du sie auch lila machst. Passend zu deinem Eyeliner. Ich meine, spätestens jetzt kommt alles zusammen, oder? Ich habe mir dieses Produkt rausgesucht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich mir den tatsächlich selbst gekauft habe oder ob er im Adventskalender war. Ich will es nicht ausschließen, dass ich ihn mir selbst gekauft habe, weil ich finde, dass der mega ist. Glitter Golds Liquid Lipstick und der ist in der Farbe X-Infinity. Der muss kurz trocknen und wenn der getrocknet ist, dann kann man die Lippen so zusammen machen. Und dann funkelt der noch höher. Deswegen warte ich jetzt noch kurz. Ziemlich runtergetrocknet und jetzt schaut mal. Hammer, oder?
Und weil ihr das bestimmt wissen wollt, ob ich den auch so tragen würde, wenn ich rausgehe. Ja. Das ist jetzt der finale Look von Lisas ausgesuchten Produkten und den Anweisungen, die sie mir dazu gegeben hat. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr findet, dass ich das gemeistert habe. Und vielen Dank an dich, Lisa, dass du bei diesem Video mitgemacht hast. Vielen Dank an dich, dass du jeden einzelnen meiner Arbeitstage schöner, leichter, besser machst. Und ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!